Dankeschön. Zur nächsten Frankfurter Buchmesse fließt noch viel Wasser den Main hinunter. Doch aus den dortigen Stadtbüchereien gibt es schon jetzt Erfreuliches zu berichten. Schon seit Jahren wartet die Bornheimer Kinderbibliothek auf die neuen Bücherstützen. Doch jetzt sind sie endlich eingetroffen. Wir sind stolz, diesen dramatischen Augenblick miterleben zu dürfen. Flora Soft aus Frankfurt. In meinen zarten Händen. Unsere Frankfurter Korrespondentin Caroline Kammerer ging der Frage nach, ob Geld nun eigentlich stinkt oder nicht. Hier ist Caroline Kammerer im Bankenviertel. Hier im Frankfurter Bankenviertel stellen wir einem Banker die Frage: Stimmt es denn, dass die alten Römer damals gesagt haben, Pecunian und Olet, Geld stinkt nicht? Allgemein stimmt das schon, dass Geld nicht stinkt, aber bei den hessischen Handkäseessern. Ich danke Ihnen für das. Band, ob uns das noch in der heutigen Sendung gelingen wird. Nach so viel Dramatik nun unser Kulturreport. Caroline Kammerer meldet sich direkt von der Alten Oper aus Frankfurt. Hier ist Caroline Kammerer. Eine schlechte Nachricht aus der Frankfurter Alten Oper. Die Opernsängerin Karaoke Callas hat ihre Stimme verloren. Damit ihr Auftritt gerettet werden kann, wurden die Frankfurter Bürger aufgerufen, ihr bei der Suche der Stimme zu helfen. Ich wünsche viel Erfolg. Dieser jugendliche Leichtsinn. Erfreuliches gibt es aus dem Bereich Wissenschaft und Technik zu melden. Caroline Kammerer aus Frankfurt ist einer bahnbrechenden Erfindung nachgegangen. Hier ist Caroline Kammerer. Die Wissenschaftler des Geologischen Instituts haben herausgefunden, dass wegen der Umweltverschmutzung die Anziehungskraft auf der Erde in den nächsten Jahren nachlassen wird. Professor Erdmann hat daher den sogenannten Magnetschuh entwickelt, damit wir, wenn es soweit ist, nicht alle abeben. Er stellt ihn heute erstmals der Öffentlichkeit vor. Die Bino News sind live dabei.